Guten Morgen, Grillfans. Willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Ich sage extra guten Morgen, weil es ist Ostermorgen. Deshalb auch noch fröhliche Ostern. Heute mache ich einen Rinderschmorbraten. Dabei gibt es dann Klöße und Spargel. Da freue ich mich richtig drauf. Wie ich den Schmorbraten mache, zeige ich euch jetzt. Den Hauptdarsteller des Schmorbratens ist das Stück Fleisch, das liegt noch in der Küche. Das habe ich noch nicht rausgeholt, das muss hier jetzt hier nicht in der Sonne liegen. Es ist zwar noch nicht ganz warm, aber das kann sich ganz, ganz, ganz schnell ändern. Ich werde jetzt erstmal das Gemüse vorbereiten, sprich Lauch, Möhren, Sellerie. Oh, drin habe ich auch noch Lauchzwiebeln, die muss ich mir gleich holen. Das hier schneide ich jetzt erstmal klein. Wie das grundsätzlich funktioniert, wisst ihr ja, dementsprechend schneiden wir es einfach raus oder machen einen kurzen Zeitraffer von. Den Sellerie brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz. Ich werde den jetzt mal schälen. Das kann ich ja etwas grober machen, weil den Rest kann man dann auch nicht mehr gebrauchen. Weil wir hatten gestern Rindfleischsuppe. Dafür, ich hatte meiner Frau, die hatte extra einen großen gekauft und gesagt, lass mir ein Stück übrig. Nein. Die jetzt mal grob abschälen und dann schneiden wir uns den. Das alles schneiden wir uns jetzt in grobe Stücke. Hier ist noch die Lauchzwiebel, die gehe ich eben drin holen. Boah, dann gehe ich auch den Hut holen, der fällt mir die Haare ins Gesicht. Ich hasse Corona. Ich habe mal den Hauptdarsteller rausgeholt. Schönes Stück Schulter. Kann ich jetzt ein bisschen akklimatisieren. Jetzt musste ich mich gerade tatsächlich an meiner Frau informieren, dass hier die Lauchzwiebeln sind, weil ich kenne die nur viel kleiner. Egal, sie sind es. Wusstet ihr eigentlich, dass man Lauchzwiebeln hier im Rheinland auch Pifkis nennt? Oh, super! Unser Hund hat schon Ostern. Dafür habe ich einen Kaffee. So, auch da braucht man die Enden nicht. Schön aussehen, dass man so nebenbei, wenn man so große hat. Ach, das ist schön, wenn man das Wasser hat, dann kann man auch mal den Dreck beseitigen. So. Ab. Die stand noch etwas kleiner. Ihr habt es gesehen. Wir haben gesagt, es gibt nichts. So. So. Ah. Soll ich filmen? Nee, auf keinen Fall. Ich hab Osterchili. Das perverseste Zeug der Welt. Boah. Ein weißer Osterhase. Weiß, ne? Ja, ein weißer Osterhase. Ein weißer Osterhase. Oh, noch mehr Chili. Da haben wir das schöne Stück Rinderschulter. Da ist noch ein ganz kleines bisschen Silber drauf. Die lasse ich aber dran tatsächlich sogar.
Ich denke, dass die beim Braten jetzt direkt weg ist, weil ich werde das Ganze jetzt erstmal im Dutch Oven auf höchster Stufe richtig heiß anbraten, dass wir schon eine schöne Kruste bekommen. Und wenn die Kruste da ist, wird das Gemüse noch gemacht und dann langsam schmoren lassen. So, gewürzt wird das Ganze mit Salz und Pfeffer. Dadurch, dass mir der Pfeffer jetzt gleich verbrennen würde, wenn ich es in die Pfanne rein tue, in den Topf rein tue, jetzt aktuell erstmal nur eine ordentliche Portion Salz. Natürlich von beiden Seiten. Boah, ist dieses Monster groß, ich kriege es überhaupt nicht gepackt. Das kann ja gleich im Topf noch was geben. Podest. Zum Anbraten habe ich mir extra Butterschmalz besorgt. Den habe ich jetzt dummerweise gerade in der Sonne stehen lassen. Der ist jetzt also schön weich, was aber kein Problem ist. Dann kriegen wir gleich auch vernünftig raus. Wenn alles angebraten ist, wird das Ganze mit meinem IBT 6XS verkabelt, sodass wir dann nachher auf eine vernünftige Kerntemperatur von, ich möchte gerne 65, 70 Grad haben. Also sollte jetzt nicht mehr blutig sein, aber so leicht medium für Schmorbraten ist schon ziemlich gut. Heißt, so einen Meter können wir auch schon mal aufbauen. Ja, cool, sind wir jetzt gleich soweit. Und dann können wir loslegen. Damit ihr mehr sehen könnt, hole ich euch schon mal auf die andere Seite vom Grill. Weil ich gerade volle Hitze brauche in dem Topf, habe ich komplett alle Kohlen nach unten gepackt. Jetzt nehme ich mir ein bisschen von dem Schmalz. Und dann lassen wir das erstmal schmelzen. Gucken, ob ich gleich noch mehr brauche. In der Zwischenzeit richten wir den Topf so ein bisschen aus, damit es einigermaßen gerade ist. Ja, wie man sieht, dieses schmilzende Butterflöckchen bleibt schön in der Mitte liegen. Das Öl verbreitet sich in alle Richtungen, beziehungsweise das Fett ist es ja, verbreitet sich in alle Richtungen. Das heißt, der Topf ist einigermaßen gerade. Wie gesagt, jetzt lass man erstmal richtig heiß werden. Und dann gucken wir, ob wir das in unserem Braten darin untergebracht bekommen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass der Braten anscheinend einen Ticken größer ist als der Topf. Aber gut, okay. Man ist ja flexibel. Das Fett fängt an Blasen zu schlagen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es jetzt langsam und sicher heiß genug ist. Ist das ein Geräusch? Mmh. Und das durfte. Ich hätte ihn vorher mal abtupfen sollen. Ah! Eieiei! Hoppala! Ins Gesicht, das hat weh. Autsch! Und total versaut habe ich mich. Da! Den holen wir jetzt mal raus. Packen noch ein Flöckchen Schmalz dazu. In der
Zwischenzeit können wir den Pfeffer an den Braten machen. Der verbrennt uns hier jetzt nicht mehr. Dann kommt unser Gemüse. Auch dem geben wir ein bisschen Farbe. Dann ein Esslöffel Tomatenmark. Hoppala. Anrösten. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal die Sonde unterbringen. So, nachdem das Gemüse ein bisschen Farbe bekommen hat, das reicht nämlich schon, ein Viertel Rotwein. Das lassen wir jetzt ein bisschen reduzieren. Wir können aber als Kontrast zum Tomatenmark den Honig dazugeben. Den Honig bitte nicht reintun, solange noch keine Flüssigkeit drin ist. Wenn er karamellisiert, gut, aber zwischen karamellisiert und ich werde rabenschwarz und bitter sind dummerweise nur Sekunden. Dann nehmen wir uns Bratenfond. Ein Glas. Schnappen uns unser Fleisch und legen das schön hier auf. Wir legen es extra auf, damit es eben nicht unten an den Topf rankommt und da weiter brät, sondern es soll jetzt langsam aber sicher vor sich hin schmoren. Dann nehmen wir uns noch Wasser. Das ist Leitungswasser. Das habe ich vorgewärmt und gießen das Ganze auf, dass der Braten ungefähr halb bedeckt ist. So. Jetzt hätte ich besser den Braten auf die andere Seite getan. Gucken, ob wir noch drehen können. Ja. Weil ich nämlich hier meine Kabelführung habe. So. Da sind jetzt leider noch viel zu viele Kohlen drunter. Die muss ich jetzt noch wegtun. Haha. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. So ein Mist. Habe ich 9 von unten und ich werde ein paar an den Rand packen, dass der Topf von außen ein wenig Strahlungshitze bekommt. Hier haben wir den Fall mit der Aussparung. Der muss jetzt, Moment. So. Kabel schön durchlaufen lassen. Also den Griff, den der Heinrich gemacht hat, der ist super. Ich missbrauche ihn teilweise zu Sachen, die überhaupt nicht geplant sind. Wie zum Beispiel, ihn so einzuhaken. Da kann er nicht wegrutschen. Optimal, ehrlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Heinrich das so vorher geplant hatte, aber die Idee an sich, spitze. So, jetzt verteilen wir die restlichen Kohlen noch hier oben drauf. Jetzt sage ich mal locker 1,5 Stunden bleibt das jetzt so. Wir packen es überhaupt nicht an. In 1,5 Stunden gucke ich nach, drehe den Braten um und dann lassen wir ihn fertig ziehen. Thermometer machen wir noch an. 26 Grad im Kern des Fleisches. Wie gesagt, 70, vielleicht 75. Plus minus will ich ungefähr erreichen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier in dem
mit den ganzen Kohlen, die wir haben, ungefähr eine Temperatur von um die 150 bis 170 Grad haben. Und wie gesagt, bei 2 Kilo Fleisch dürften das wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden werden, die er tatsächlich braucht. So, dadurch, dass ein wenig zu viel Hitze dran war, das sprudelte richtig, also siedete richtig, habe ich jetzt die Kohlen verändert. Ich habe jetzt unten drunter noch 4 liegen und oben drüber noch 4. Und dann schaue ich mir das Ganze gleich nochmal an. So, ich habe gerade das Fleisch rausgeholt, das Gemüse bzw. die Soße püriert. Sehr lecker, ein bisschen Salz muss noch dran, hole ich jetzt gleich. Dann habe ich das Fleisch wieder reingetan. Das kann jetzt in der Resthitze warm bleiben sozusagen. Ansonsten ist das Essen fertig. Das ist das Ergebnis nach ca. 3 Stunden. Fällt so auseinander. Ich habe es jetzt auch sehr dünn geschnitten. Hier ist eine kleine Sehne drin. Da komme ich aber ganz gut zurecht. Die Qualität des Fleisches ist super. Es ist ein bisschen heißer geworden als geplant, weil ich länger mit dem Hund unterwegs war, als ich gedacht habe. Weil es bei 78, 79 Grad komme ich mit zurecht. Kein Thema. Oh. Ist das geil. Leute, macht das nach. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen schönen Kommentar oder sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Wie zum Beispiel, dass ich mit vollem Mund spreche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Donnerstag.